So, jetzt wollten wir uns die goldene Regel der Mechanik beim Flaschenzug mal betrachten. Und zwar haben wir folgendes Experiment gemacht. Zwei Schüler haben sich hingestellt und jeder hat mal an einem Seilende angefasst und beide haben ein Gewicht, da stand 5 Kilogramm drauf, also das entspricht rund 50 Newton. Beide haben sich praktisch die ganze Sache geteilt. Und auch wenn man die Hand hier hoch und runter bewegt hat, hat man gemerkt, man musste nicht so doll ziehen. Hier gibt es eine Frage. So, jetzt wird die Wasserrakete geholt. So, das heißt also, wenn ich jetzt hier meine Hand hoch und runter bewegt habe, habe ich nur die halbe Kraft letzten Endes gespürt. Okay, hier unten war ein bisschen Reibung, das war die andere Seite. Das heißt also, ich habe hier 25 Newton, denn beide Schüler haben sich das Ding geteilt und hier 25 Newton. Und das ist das Prinzip des Flaschenzuges. Es hätte auch der andere die Hand hoch und runter bewegen können. Und eins haben wir auch gesehen, das Gewicht hat sich nur ein halbmal so doll bewegt. Also die Strecke war nur ein halbmal so wie die Strecke der Hand. Ein halbmal rot. Machen wir es so. Gut, das Prinzip des Flaschenzuges. Jetzt haben wir hier schon einen Flaschenzug und jetzt müssen wir mal überlegen, auf wie wenig oder wie viel wir bei diesem Flaschenzug kommen, wenn wir Folgendes haben. Wir haben hier ein Rollenpaket, also mehrere Rollen, hier unten auch. Und darum ist unser Seil gewickelt ein paar Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind vier Rollen. Und hier unten dran befestigt ist ein Haken. Und an dem Haken, da werden wir uns dann mal was einfallen lassen, was wir da aufhängen. Am besten eine Person. Denn hier oben kommt dieses blaue Seil wieder und wir ziehen hier dran. Wenn ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tragende Seile habe, dann kann man wovon ausgehen? Genauso ist es. Dann wird die Strecke achtmal so lang sein, aber dafür die Kraft, die wir benötigen, nur ein Achtel der normalen. Ein Achtelmal der normalen Kraft hier unten. Gut, und das gehen wir jetzt ausprobieren. Gut, also wir haben es dann eben mit sogar gefilmt, ausprobiert. In diesem Fall hatten wir sechsfach die Übersetzung. Und wir haben noch was anderes hinbekommen. Wir haben hier dran gezogen. Und zwar 1 Meter in einer Sekunde. 1 Meter pro Sekunde war die eine Geschwindigkeit. Und was hat sich hier entwickelt? Zzt, hat es das Seil eingezogen. In diesem Fall, weil wir sechsfache Übersetzung hatten, mit 6 Meter pro Sekunde. Das hatten wir übersetzt als rund 21 Kilometer pro Stunde. Das ist schon relativ fix gewesen. Gut, aber das bloß nebenbei. Nächstes Experiment, und zwar, wir wollen mal eine Fliege wiegen. Was schätzt ihr, wie viel Masse hat eine Fliege? Wir machen mal im anderen Video weiter. Wir wollen mal eine Fliege wiegen. Mit Hilfe eines lumpigen Lineals. Nichts Besonderes. Und dann werden wir mal sehen. Und ein bisschen Papier.